Alter Falter, ich habe immer ein Glück in GTA. Unglaublich. Ja, hier sind wir richtig. Kreuz und quer durchs Land gefahren. Dang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Ja, genau. Zack. Und jetzt komm, Alter, los. Ah, Hupen. Supi. Der rollt auf einem unsichtbaren Rollbrett. Mann. Do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? Boah, Gott. Wir haben erst halt 10, ich bin schon total im Arsch. Ich nehme das jetzt so auf, dann werde ich es gleich rendern lassen. Oh Gott. Ich kann das mehr. Car mods, low riders, all that shit. You down? Do polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the liquor tent. If I remember it right. Yeah, that was like so far gone. Ja, genau. Cool. Oh, vorsichtig. Puff, gegen die Wand. Das wär's doch jetzt noch. Also, da muss ich hin. What we here for anyway? Nothing. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay. Oh Gott, er hat mich angepscht. Let's go see if we can find Dwayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. What? Do you know what a subterminal phone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Oh, yeah. So, jetzt noch zu dem komischen Typ. Dwayne. Alter. Der mit seinem Hotdog und einem Joint in der Hand. Schön. Why? What's happening? Oh, my friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Dory. I'll see y'all later. Enjoy. Okay, next stop, cop station down. Ah, stimmt, den Typ müssen wir gar nicht mitnehmen. Why? If I told you, the das heißt, wir haben noch Platz für einen Typ. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Ich weiß natürlich genau, wer das ist. Okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. So. Und ich freue mich schon auf Grand Theft Auto 5. Ich hole es mir nicht auf jeden Fall. Ich werde es mir bald vorbestellen irgendwann. Mal. Wenn mein Lohn auf dem Konto ist, auf jeden Fall auch. Mein erster Lohn übrigens. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern. Erstmal schaffe. Und dann werde ich mir das vorbestellen. Und dann wird es heftig gut. Weil das werde ich auf jeden Fall LP'en. Okay. Also wird schon hammerhart. Soll ja bald rauskommen. Also ich habe irgendwas von Oktober gelesen. Wenn es Oktober schon rauskommt, der mal Luftsprünge. Das wird geil. Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, True? Ja genau, in den 90ern waren super Computer, aber noch lange nicht das, was es heute ist. Mein Computer ist zum Beispiel kein Supercomputer, sondern eigentlich absoluter Standard. Wie ich finde. Also, ich weiß nicht, so ein PC wie ich hat halt einfach jeder. So gesehen halt einfach. Es ist halt einfach so. Boah! Super Ruckler drin, ja. Ich meine, klar, es gibt noch sehr viel mehr Leute, die einen noch schlechteren PC als ich
haben, aber das ist eher selten, also nicht mehr so, nicht so häufig. Die meisten Leute, die ich kenne, haben eigentlich PCs, die relativ gleich gut sind wie meine. Also die Leute, die ich persönlich kenne, haben meistens schlechtere PCs, aber lassen wir das jetzt mal. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Home, James. Carl, Zero. Zero, Carl. Wo ist der jetzt bitte eingestiegen? Portet er sich in mein Auto rein, oder was? Sauhund. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Hier ist übrigens ein Desert Eagle drin. Aber die finde ich in San Andreas nicht so gut, finde ich. Muss ich zugeben. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Okay, we here. Wahnsinn. A week of hard work and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Bruder, hey, hey, Carl, meine Schwuchtel. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you want to make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know. BTF. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing. Sie ist eine Visionärin. Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, you chose her. I'm stuck with her. Ja, so. Oh, ja, hab ich nur Lust zu zocken? Ja, habe ich. Nächste Mission. 555, we tip. Oh, das ist eine knifflige Mission. Da habe ich früher ewig dran gesessen. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give we tip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? Aha. He's at the Van Cove Hotel. Verschwörung. Oh, for show. Oh, for show. Ich dachte eigentlich, der sagt immer for show, also für die Show. Dachte ich aber, ja sicher, das kann irgendwie nicht so ganz richtig sein. Der Stadt. Oh nein, bitte sieht der Bulle das nicht. Ha, Idiot! Oh, vorsichtig, vorsichtig. So. KDST. Uiopa! Glück gehabt, ey. Gerade nochmal Glück gehabt, ey. Ich hab mal. Muss gucken, ey. Anzeigen Setup erweiterte. Ich habe Anti-Lasing an. Mach ich mal kurz aus. Bis gleich. So. Ich habe jetzt einfach mal Anti-Lasing aus und wieder auf 60 FPS umgestellt. Mal sehen, ob es klappt. Weil Anti-Lasing zieht ja. Och. Zieht ja eigentlich immer am meisten Performance. Mal sehen, ob das hier auch so ist. Oh Mann, ey. Immer diese Kack-Mikro-Ruckler drin. Ey. Geht das auf die Eier? Aber egal. Erstmal. Folge dem Parkour in die unterirdische Parkgarage und schalte ihn aus. Vergewissere dich, dass niemand in seiner Nähe ist. BTF, oh, hör auf zu ruckeln, du Kack-Dreckspiel, ey. Jetzt geht's gerade wieder mal. Wer weiß, wie lange noch. Boah, Glück gehabt. Schalte ihn aus, bevor er sie verlässt. Kein Ding, Meister. What the fuck, Alter. Lauter. Ach. Schnapp dir die Uniform des Parkboy, aber erstmal tue ich so, als hätte ich hier gerade einen Wagen eingepackt. So. Ach,
Zum Kotzen, ey, die ganzen Scheiß-Ruckler kaufen sich einen PC im Wert von Tausenden von Euro. Oder 1500 Euro, besser gesagt. Und dann hat mir sogar bei San Andreas so ein Ruckelfest hier gerade. Aber es muss irgendein Softwareproblem sein, denke ich mal. Weil ich meine, meine Hardware kann schon mal garantiert nicht liegen. Scheiße, ah, hier, ey. You must be the new boy. Get in line. Get in line. Pissig. Merk ihn dir, du musst ihn erkennen, wenn er ankommt. Ja, ruckel noch mehr. GTA, dankeschön. Gibt's eigentlich irgendwo eine Scheißoption? Ah, Mann. Ich weiß nicht, woran es liegt, Mann. Scheißdreck. Identifiziere den Wagen des Staatsanwaltes, wenn er ankommt, und steige ein. Das könnte er. Nein, ist er nicht. Ja, Ladies first. Geh du mal. Parkboy, was für eine schwule Arbeit, ey. Oh, hi. Mann, da pennt mal ein, da ist er schon. Hey, that's the DA. He's a good tipper. Hallo. Ich will deinen Wagen. Du sitzt im Wagen des Staatsanwalts. Fahr zu der Garage, wo die Drogen platziert werden. Super. Mal sehen, ob ich es schaffe, ohne ihn zu ficken, den Wagen. Weil das wäre nicht so gut. Weil wenn der Wagen zu stark beschädigt wird auf der Rückfahrt, dann muss man wieder zurückfahren und ihn reparieren lassen. Das wäre blöd. Das ist nie gut, weil bei der Rückfahrt, nee, bei der Hinfahrt schon, hatten wir eine Zeitvorgabe. Drogen wurden platziert. Fahr den Wagen in die Garage des Hotels. Sauber. Der Wagen darf nicht einen Kratzer haben, sonst bemerkt es der Staatsanwalt. Da sieht man es schon. Boah, immer diese Kack-Mikro-Ruckler, ey. Und dann auch noch, ja, hier die heftigen Ruckler, ey. Super, toll. Also, ne, ich muss echt gucken, dass ich das Spiel auf der, auf die SSD installiere. Ich meine, so groß ist es ja nicht, wie schon gesagt, dass es nicht mehr ruckelt. Darauf habe ich echt keinen Bock mehr. Weil bei Battlefield keinen einzigen winzigen Lag drinne. What the fuck, ey, krass. Wie dumm das ruckelt, ey. Kranker Scheiß. Hi. Das muss ich Bullen rufen, ey. Und ruckel fest vom Feinsten hier. Geht das auf die Eier, ey. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Police, don't move! Get out of the car with your hands in the air! Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron! Shut up! Find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Krass. Der tut mir schon ein bisschen leid irgendwie, muss ich mal zugeben. Mann. Oh, dein Auto sieht schön aus. Hoffentlich sehen mich die Bullen jetzt nicht. Idioten. Begib dich in die markierte Zone beim Carport und bla bla bla, ey. Die verlangen von mir echt, dass ich ein Musterschüler in Deutsch bin und auch noch schnell lesen kann. Das muss man auch nur lesen können beim Zocken. Wie dumm. Ba ba ba.
Also SFUR habe ich eigentlich früher fast nie gehört. Früher war das nicht so meine Musikrichtung. Heute finde ich es, ja, nicht schlecht, aber es gibt natürlich noch um einiges Besseres. Seht euch das an, ey, krass. Heftig krasse Texturlade. Bugs. Und ein Anruf, ey, toll. Mal rangehen. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, welche Schwuchtel redet denn da? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Also das ist keine Hauptmission, das ist nur eine Nebenmission. Man braucht sie für 100% und es gibt ein paar Boni, aber mir egal, weil ich jetzt erstmal speichere. Dann mache ich jetzt einen Schnitt, ich installiere die Spiele eben auf die SSD und dann mache ich eine Testaufnahme. Und dann beim nächsten Mal seht ihr, ob es was bringt. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Und ach man! The Yay leaving San Piero, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Ja, nee. Nee. Ich speichere jetzt auch nicht mehr den Anruf, kriegen wir wahrscheinlich nächstes Mal wieder. Aber egal, wie gesagt, wünsche ich euch einen schönen Tag. Mittag, morgens, abends, was auch immer, was ihr halt so macht. Viel Spaß bei was immer auch ihr macht. Und man sieht sich dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.